Als Teil einer Serie wurde in Randegg eine sogenannte Wohnzimmerparty abgehalten, mit einem Programm aus Kabarett und Gesang. Kleinkunst im privaten Rahmen ist ein mittlerweile erfolgreiches Konzept von einem Kulturverein aus Pöchlarn. Der Kulturverein sieht sich als Kulturermöglicher. Wir haben uns in der Corona-Krise gegründet, also eigentlich in einer Zeit, wo Kultur gar nicht möglich war. Der Gastgeber steuert bei diesen Hausfesteln alles bei, was er möchte. Getränke und kleine Speisen sowie eine Verlosung machten gute Stimmung bei den Besucherinnen und Besuchern. Ja, geboten war erstens einmal kombiniert Musik mit Kabarett, was es vielleicht nicht alltäglich auch irgendwie so gibt. Und vor allem in kleinem Rahmen, wenn man ein Wohnzimmerkonzert macht, hat man vielleicht nur einen Künstler. Und in dieser Kombination wollten wir halt auch eine gewisse Abwechslung schaffen. Und ich hoffe, dass uns das so gelungen ist. Für den Scheibser Kabarettisten Harald Bayerl alias Urs Johanni war der Auftritt fast ein Heimspiel. Nach vielen Jahren mit verschiedenen Engagements, zum Beispiel als Kasperl in der Wiener Urania, verfolgt er jetzt seine Solokarriere. Damadant, mit dem Arsch das ganze Stirnglander wieder runterrutschen. Zwei Jahre. Und wenn es uns recht taugt, machen wir es noch einmal. Ich will das jetzt machen, ich will jetzt Kabarett machen und will das weiter tun. Und im Herbst, dass das ganze Programm fertig ist. Das war halt jetzt ein kleiner Teil einmal davon, ein Drittel. Die Liedermacherin Daniela Flickentanz verzauberte im Anschluss ihre Gäste mit ihrer warmen Stimme und berührenden Texten. Mein Glück, das habe ich selbst gebaut, habe mich dafür entschieden. Ich weiß jetzt, dass das möglich ist, damit bin ich im Frieden. Ich suche das Allerpersönlichste, weil ich glaube, dass das wieder allgemein ist. Daniela Flickentanz singt auch witzige und kritische Lieder. Wir müssen die Daten schützen, ja die Daten, die müssen wir warten. 20 Minuten waren kein Scherz. Wir müssen sie ordnen, 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 ordnen. Daten, oh yeah, Daten. Sind auf flickentanz.at zu finden und ich habe auch einen Newsletter, wo ich mich sehr freue, wenn ihr euch eintragt auf meiner Webseite, weil dann kriegt ihr E-Mails mit allen Infos. Inzwischen ist die Wohnzimmerserie ein Selbstläufer. Die Künstler werden oft von einem anwesenden Gast weitergebucht. Die Gage bezieht sich aus freiwilligen Spenden der Gäste und das lohnt sich für alle.